Sokrates setzte sich an einen freien Tisch und studierte den Bericht des Thukydides über den Peloponnesischen Krieg. Nachdenklich wischte er einen losen Faden vom Papyrus und konzentrierte sich auf den vor ihm liegenden Text. Als er schließlich die Stelle wiederfand, nach der er am Vorabend gesucht hatte, schrieb er sie mit gekonnten Schwüngen auf seine Wachstafeln. Dabei blieb ihm vor allem ein Satz im Gedächtnis hängen, auf den er schon vor einer Woche gestoßen war. Denn was plötzlich, unerwartet und gegen alle Berechnungen eintritt, knechtet das Denken. Thukydides sprach hier einen wunden Punkt an, den nahezu jeder kannte, nämlich die mangelnde Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren oder zu improvisieren, wenn sich die Dinge unerwartet anders ergaben als erhofft. Und in eben diesem Detail lag die Tücke, über die er mit seinen Studenten sprechen wollte. Entweder, Sokrates Standpunkt, sollte man alle Eventualitäten berechnen, damit man für jeden Fall einen konkreten Plan hatte, oder aber sollte einem die erste Variante zu mühsam sein, einfach gar nichts erwarten und sich dafür in der Kunst üben, jede erdenkliche Situation meisterhaft zu bestehen. Zufrieden fügte er dem abgeschriebenen Text ein paar erläuternde Bemerkungen hinzu und klappte die Wachstafel zusammen. Als er die Bibliothek verließ, hatte sich der Himmel mit dunklen Wolken zugezogen und nach wenigen Stunden begann es zu regnen. Er ging zur Außenseite seines Zimmers, um die Fensterläden einzuhängen. Er wusste aus Erfahrung, dass sich die Gewitterböen oft in den Garten der Akademie verirrten und ein schlagender Fensterladen nicht nur nervtötend, sondern auch überaus zerstörerisch sein konnte.